ganzes Leben sei ein Fahren. Zeitungsredaktion ein Brief ein. Es war nicht die Washington Post. Es war, nun, das ist eigentlich unerheblich, ein Frührentner schrieb und bat, diesen Brief zu veröffentlichen. Ich heiße Hans. Lassen Sie mich erklären, wie ich die Situation bei uns zu Hause geregelt habe. Nachdem ich letztes Jahr meinen Job bei Siemens aufgeben durfte und mit einer stattlichen Summe in Frühpension geschickt wurde, musste meine Frau auch noch mal ran. Zusätzlich zu ihren 400 Euro Job, den sie als Putzfrau bei der Pension gegenüber hat, arbeitet sie jetzt noch ganztags bei Penny an der Kasse und im Lager. Das hat den Vorteil, dass wir uns die Zusatzversicherung für mich auf jeden Fall leisten können. Dinge wie Chefarzt, Einzelzimmer, Zahnersatz, ja, und so weiter. Allerdings musste ich nach ein paar Wochen Frührente feststellen, dass das Alter meiner Frau nicht sehr gnädig ist. Ich komme so gegen 6 Uhr abends vom Tennisclub oder seit kurzem auch mal vom Golfplatz heim. Um diese Zeit ist sie dann auch gerade zu Hause. Obwohl sie weiß, wie hungrig ich bin, sagt sie mir dann, sie müsse sich erst einmal eine halbe Stunde ausruhen. Der Weg vom Bahnhof dauert zu Fuß um die 30 Minuten. Wenn man Züge geht, so etwa 25 Minuten. Das sollte doch Erholung genug sein. Egal. Ich rege mich ja nicht auf. Ich lege mich also inzwischen auf die Couch und sage, ihr sollt mich wecken. Weck mich, wenn das Abendessen auf dem Tisch steht. Da ich entweder im Golf- oder im Tennisclub zu Mittag esse, können wir es uns nicht leisten, auch noch am Abend zum Essen zu gehen. Außerdem geht nichts über eine deftige Hausmannskost in den eigenen vier Wänden, oder?
Früher war es nun so, dass sie das Geschirr gleich nach dem Essen in die Küche brachte und alles aufräumte. Heutzutage dauert das Ganze ein bisschen länger. Ich erinnere sie immer wieder höflich daran, dass die Teller nicht von alleine in die Küche und in den Geschirrspüler wandern, und manchmal wirkt das sogar und sie schafft alles weg, bevor sie ins Bett geht. Ein weiteres Symptom, dass sie älter wird, ist das ewige Genörgel. Auf einmal jammert sie rum, dass sie es nicht mehr schafft und sich auch noch um die Zahlungen und die Haushaltskasse zu kümmern. Dabei hat sie jeden Tag 25 Minuten Mittagspause. Aber Jungs, ich sage nur, in guten wie in schlechten Zeiten. Also lächle ich und spreche ihr Mut zu. Sie muss ja nicht alles an einen Tag machen. Dann dauert es halt mal 2 oder 3 Tage, bis die Finanzen wieder in Ordnung sind. Dann passieren auch keine Fehler. Ich habe sie auch daran erinnert, dass man ruhig mal ein Mittagessen ausfallen lassen kann. Das würde ihr bestimmt nicht schaden. Ich glaube kaum, dass man ihre beginnende Fettleibigkeit taktvoller hätte ansprechen können.
Erwachsenen arbeiten, lässt sie inzwischen eher schwächlich an. Zum Beispiel, wenn sie unser Haus putzt. Früher, als die Kinder noch da waren und mithalfen, hat sie das an einem Samstagvormittag locker geschafft. Jetzt dauert es bis zur Sportschau. An den Wochenenden bin ich meist zu Hause. Und wenn ich dann von der Couch aus sehe, wie sie sich abquält, dann sage ich schon mal, dass sie ein Päuschen vertragen könnte und sich einen Kaffee machen soll und mir auch gleich einen bringen kann. Ich weiß, dass viele meiner Freunde beim Tennis und beim Golf mich für einen Heiligen halten, weil ich meine Frau so unterstütze. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Manche Männer können so etwas überhaupt nicht und sind richtige Machos. Und keiner weiß besser als ich, wie frustrierend es für eine Frau in diesem Alter sein kann. Ich kann meinen Leidensgenossen nur zurufen, etwas mehr Takt und weniger Kritik gegenüber ihren Frauen auszuüben. Ich habe diesen Brief geschrieben, weil ich glaube, dass wir auf dieser Welt sind, um uns gegenseitig zu helfen. Und ich hoffe damit, einigen anderen die Augen geöffnet zu haben. Euer Hans. Anmerkung der Redaktion. Hans starb plötzlich am Stefanitag und unerwartet. Laut dem Polizeibericht war die Todesursache ein Golfschläger, der bis zu dem Griff in seinen After steckte. Seine Frau wurde von einer weiblichen Jury des Mordverdachtes freigesprochen. Ihre Anwältin hatte argumentiert, dass Hans sich versehentlich auf einen Golfschläger gesetzt haben muss. Wäre schön, wenn ihr den Refrain mitsingen würdet. Besteht aus einem Wort, Halleluja. Die Melodie ist zumindest denen, die schon so waren, bekannt. Und ich glaube, nach dem ersten Mal hat man es intus. Also wir könnten es gemeinsam zumindest probieren.